Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sabrina von Essen und ich bin Herausgeberin des Buchs 13 inspirierende Impulse für den Führungsalltag. In einer Welt, die von rasanten Veränderungen geprägt ist, steht Führung mehr denn je im Spannungsfeld zwischen Fachexpertise und zwischenmenschlicher Kompetenz. Dieses Buch schlägt eine Brücke zwischen Theorie und Praxis und lädt dich ein, dich von traditionellen Konzepten zu lösen und dich von zukunftsweisenden Ideen inspirieren zu lassen. Die sehr unterschiedlichen Beiträge beleuchten die facettenreiche Kunst der Führung. Von Selbstführung bis zur Gestaltung leistungsstarker Organisationen. Authentische Führung beginnt mit Mut. Dem Mut, sich zu öffnen, zu lernen und zu wachsen. Mögen die Impulse in diesem Buch dich dazu ermutigen, deine Führungsrolle mit neuer Kraft zu leben. Gemeinsam können wir die Kunst der Führung neu definieren und eine Arbeitswelt schaffen, die Inspiration, Wachstum und Wohlbefinden fördert. Jetzt auf zu einem Interview mit einer spannenden Autorin, die uns Einblicke in ihr Kapitel gewährt. Dann sage ich Hallo und herzlich willkommen an Tanja Rosenbaum, die uns heute mitnehmen wird in ihr Buchkapitel zum Thema Gesund und energievoll bleiben im Führungsalltag. Ein ganz, ganz wichtiges Thema und manchmal geht's verloren. Liebe Tanja, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Nehmen wir uns ein bisschen mit in deine Welt. Woher kommst du? Warum packt dich genau dieses Thema? Warum hältst du es für so wichtig, dass es eben auch in einem Buch verewigt werden darf? Ja, also tatsächlich ist das Thema wichtig. Also ich glaube schon seit vielen Jahren, ich bin ja auch schon seit 15 Jahren in Sachen Führung und gesundheitsfördernder Führung unterwegs. Es zeigt sich aber leider so ein bisschen, dass es immer wichtiger wird. Und vielleicht einfach nur mal ganz kurz, warum ist das so super wichtig? Es gab letztes Jahr eine Umfrage und da hat man festgestellt, fast jeder fünfte Mitarbeiter in Deutschland hat innerlich gekündigt. Ja, und jeder zweite glaubt auch nicht mehr an seine Firma in der Zukunft. Also was wir gerade erleben, ist ein Rutsch, wo wir merken, wir brauchen eigentlich gute Leute, aber irgendwie kriegen wir sie nicht gefasst. Und in dem Arbeitsleben spielt das eine große Rolle, weil einfach Menschen krank werden, wenn sie sich nicht mehr wohlfühlen. Und wenn Menschen krank werden und nicht mehr da sind, dann müssen andere mehr Arbeit leisten. Und das findet ja auch zu Zeiten von Corona, hat das schon sehr stattgefunden und jetzt immer wieder. Das heißt, es wird immer weniger Leute zur Verfügung stehen, die dann halt wirklich für eine gesunde Arbeitskultur sorgen können. Und das ist halt mein großes Thema. Dafür, ich sag mal, mehr Wissen zu sorgen, aber meistens haben wir schon viel Wissen. Worum es hier geht, ist um Umsetzen. Was kann ich konkret tun, um mich selbst gesund führen und andere gesund führen? Ja, viele Facetten. Ne? Es gibt ja auch viele Studien zum Thema Burnout, ja, oder positiv formuliert, wie wichtig es wird, sozusagen, dass jeder seine Energie mit einbringt. Kreativität, Innovation sind so Schlagwörter. Und da muss die Frage immer sein, auf welcher Basis setzen wir auf? Also was ist eigentlich das Reservoir, aus dem wir schöpfen? Am Ende ist die Antwort total einfach, aber auch so schwierig. Sind wir unsere Gesundheit mental wie physisch, ja? Nimm uns mal ein bisschen mit in dein Thema. Gesund und energievoll bleiben ist ja wahrscheinlich bewusst ein bisschen offen gehalten. Was sind so Aspekte, die du hervorheben möchtest? Ja, also viele denken ja so bei gesund führen an Obstkorb und irgendwie ergonomischer Arbeitsplatz, das ist fein. Aber das sind wirklich die Unterthemen. Ne? Also worum es eigentlich bei dieser gesundheitsfördernden Führung geht, ist, dass man sich selbst bewusst ist, wie wir meistens unterwegs sind, dass wir nämlich Sachen vermeiden wollen. Krankheit vermeiden, Schmerzen vermeiden, irgendwie Angst vermeiden. Und das ist ein Zustand, der uns sehr viel Energie raubt. Wir sind uns aber meistens dessen nicht bewusst. Also viele sagen jetzt vielleicht, ja, nee, das habe ich auch nicht so sehr. Aber es läuft ja unbewusst ab, was wir da tun. Und hier geht es halt bei dieser Führungskompetenz darum, dass wir uns dieser unbewussten Muster bewusst werden und dann aber nicht nur das dann praktisch erkennen, auch Zusammenhänge erkennen. Wie spielt es auf mein Leben in jedem Alltag, also an jedem Tag ein? Sondern dann auch, wie zahlt das dann eben auf meine Belegschaft ein? Ja, wie formiert sich dadurch die Unternehmenskultur? Und dann halt auch diese Muster zu verändern. Und das braucht halt nicht nur Wissen,
das braucht auch so ein paar Tipps und Tricks, wie wir tatsächlich ins Umsetzen kommen, weil da ist aus meiner Sicht heute der größte Faktor, der uns daran hindert, dass wir wirklich das tun, wo wir eigentlich schon wissen, das wäre jetzt gut. Kannst du uns ein paar Tipps verraten? es gibt halt zum Beispiel das Phänomen, dass wir denken, also viele Führungskräfte sagen, wenn ich meine Mails lese im Urlaub, das stresst mich nicht. Ja, ganz im Gegenteil, da bin ich vielleicht beruhigt. Es zeigt sich aber, dass wir innerlich durchaus, also unser Körper gerät in Stress. Und da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir anfangen, uns da andere Frames, andere Rahmen zu setzen, die uns ermöglichen, einfach gar nicht erst in diese Stressschleife einzusteigen. Und für den Fall, dass man doch eingestiegen ist, ist zum Beispiel eine ganz wunderbare Möglichkeit, da wieder auszusteigen, dass man einfach mal sich abkoppelt von dem, was gerade im Außen passiert und sich nach innen richtet. Da gibt es verschiedene Strategien über Atmung, schöne Musik hören, in die Natur gehen. Das sind so verschiedene kleine Tipps, die man dann geben kann, wenn es um das praktische Umsetzen geht. Ja, unbewusstes Bewusstmachen hast du vorhin gesagt. Ne? Du hast auch schon angedeutet, ich kenne viele Führungskräfte, die sagen, das betrifft die anderen, das betrifft mich gar nicht. Ja, mal ganz ehrlich, Sabrina, Stress ist für die Schwachen. Ja, mein Leben ist total in Ordnung. Ich kriege das alles schon gewuppt. Also will damit sagen, wir sind ja als Führungskräfte so geprägt, so geschult worden, zu sagen, wir sind stark und wir kriegen das rein rational hin und Emotionen haben hier auch nichts verloren. Was würde denn die gesunde Führung zu dieser Haltung sagen? Naja, also vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, also vor 18 Jahren hätte ich noch gesagt, ja, ich bin auch so eine Führungskraft, die da drüber steht, weil ich weiß ja auch Bescheid, ich kam ja auch so ein bisschen aus diesem Gesundheitssektor, aber es hat mich echt kalt erwischt und so erlebe ich das bei allen möglichen. Der Punkt ist halt hier tatsächlich, dass wir im Zweifel, gerade wenn wir im Stress sind, einfach nicht mehr diese Möglichkeit haben, es zu bewerten. Und deshalb braucht es im Vorfeld einen guten Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und ich würde mal sagen, gute Rituale, die für uns einfach bestens sorgen. Und diese Rituale gönnen wir uns oft nicht. Und das hat verschiedene Gründe, aber dem kann man halt auf die Spur kommen, was es genau ist. Es sind immer die anderen, das ist klar. Aber wenn wir dann sehen, dass zum Beispiel Führungskräfte den Krankenstand mitnehmen, dann könnten wir meinen, es liegt dann doch nicht nur an den anderen, sondern vielleicht eben auch an mir selbst. Also da kann man sich, egal auf welcher Stufe man als Führungskraft steht, dann doch öfters hinterfragen. Und das ist also praktisch meine Einladung, dass jeder mal guckt, wo genau stehe ich eigentlich jetzt in meiner Führungskompetenz? Weil das ist auch noch ein Faktor. Ganz viele führen zwar ganz gut nach außen, aber bei sich selbst ist dann auch schon Schluss. Das heißt, man kommt selbst immer zum Ende dran, am Ende, das aber eigentlich nie da ist. Also das heißt, die Gefahr, was du eben auch sagtest mit Burnout, ist sehr groß, weil Führungskräfte einen großen Verantwortungsbereich haben, alles regeln wollen und sich darüber oft selbst vergessen. Und das ist schade. Sich selbst vergessen und du sagtest ja auch, in Stresssituationen stehen uns gar nicht mehr alle Optionen zur Verfügung. Ja, ich weiß es aus der Neurologie, habe ich mir das angelesen, dass dann tatsächlich so dieses, der alte Teil des Gehirns übernimmt, das Reptiliengehirn und uns dann tatsächlich auch von der Sichtweise, also wir haben gar nicht mehr alle Optionen zur Verfügung, sondern unser Sichtfeld verengt sich so, dass wir rein und ausschließlich fokussiert sind eben auf das, was jetzt gelöst werden muss oder getan werden muss und ähnliches. Und all die Alternativen und auch die Reflexion steht uns in dem Moment gar nicht mehr zur Verfügung. Das heißt ja auch, wir müssen erstmal einen Schritt tatsächlich zurücktreten, um analysieren zu können, wo stehe ich denn gerade, was ist denn da an blinden Flecken in mir, die vielleicht Aufmerksamkeit bedürfen. Ne? Genau, und das ist übrigens auch so ein Punkt, also Feedback ist eine ganz, ganz wichtige Sache und ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig das Leute nutzen. Das ist aber auch oft damit so im Zusammenhang zu sehen, dass man eben, man redet über Feedback und man gibt auch Feedback, aber dann, wenn man dann so richtig reinschaut, nicht so wirklich. Also nicht so oft auf der Werteebene, was mir super wichtig wäre. Und dann kommt eben dieser Faktor, was du eben sagtest, ne, man versucht irgendwie Stress zu vermeiden und da fängt es schon an. Also für alle diejenigen, die noch immer dabei sind, Stress zu vermeiden, würde ich sagen, lass sein, geht eh nicht. Das ist auch nicht gut für unsere Biologie. Wenn wir verstehen, wie das läuft mit dem
autonome Nervensystem. Und darum geht es mir auch in dem Artikel so ein bisschen. Das ist ja nur angerissen, leider wegen des Umfangs. Aber wenn wir das besser verstehen, dann können wir unsere Energie eher darauf richten, dass wir sagen, wir gehen wunderbar mit dem Stress, der uns umgibt, um, als dass wir dagegen kämpfen, weil alles, wogegen wir kämpfen, kostet einfach unnötig Energie. Und auch das ist sozusagen eine andere Perspektive, die wir einnehmen können. Und das ist jetzt ein Beispiel in Bezug auf Stress, aber das können wir für ganz viele Dinge aufmachen, die uns tagtäglich beschäftigen. Sehr schön. Mach mal ein bisschen Werbung für dein Buchkapitel. Wer sollte das aus welchen Gründen unbedingt lesen? Naja, also ganz ehrlich, ich würde sagen, jeder. Also in meinem Sinne ist ja jeder Führungskraft, also weil jeder hat sich selbst zu führen. Völlig egal, ob da jetzt auch noch Mitarbeitende sind oder nicht. Das ist das erste Bewusstsein, was bei einigen Menschen schon zu einer Veränderung führt. Zu sagen, hä, okay, ich führe mich selbst, ne, was heißt das? Und das beschreibe ich so ein bisschen auch anhand meiner eigenen Geschichte in diesem Buchartikel, um vielleicht es auch nochmal ein bisschen greifbarer zu machen. Weil das sind so Themen, da sind wir meistens irgendwie nicht so wirklich geschult worden, es sei denn, wir sind selber schwer, schwer krank geworden. Und selbst dann kann es sein, dass wir immer noch in diesem Vermeidungsmodus stecken. Und das, ja, dieser Buchartikel lädt also praktisch dazu ein, sich das durchzulesen und sich dann auch selbst die Fragen zu stellen, die ich dann da in dem Artikel stelle. Das schafft Spannung. Und das können wir nur auflösen, indem alle das Kapitel lesen. Das ist definitiv so. Jetzt haben wir das Buch ja ganz bewusst auch als Gemeinschaftsprojekt gestaltet. Ja, ich bin der Überzeugung, dass wir in Gemeinschaft Dinge besser umsetzen, besser reflektieren, besser lernen. Aber jetzt ist das nur meine Sicht der Dinge. Deswegen interessiert mich auch von allen Autorinnen, wie war denn die Erfahrung? Also gab es da Aspekte, die positiv oder wie auch immer hängen geblieben sind? So ein paar Key Takeaways, Auffälliges, was auch immer dir da noch so im Sinn ist? Ja, ich fand das natürlich schon spannend. Also einmal natürlich die unterschiedlichen Autoren kennenzulernen, Autorinnen kennenzulernen und letztendlich auch festzustellen, ich habe das Gefühl, wir sind alle so in einer Energie, wo wir gerne etwas dazu beitragen wollen, was zu verändern. Nicht, weil wir einfach denken, es ist alles doof, das ist es ja auch nicht, aber weil es schon diesen Impuls gibt zu sagen, hey, da ist so viel Potenzial und das, egal aus welchem Bereich da jemand kommt, also angefangen beim Klima und ich weiß nicht, aufgehört vielleicht bei der Energiearbeit, aber da ist eine Menge zwischen. Und das finde ich so spannend, dass wir uns eigentlich in der gleichen Energie bewegen, etwas verändern zu wollen. Und dann aber auch durch solche Querschnitte sehen, aha, okay, in dem Bereich kann man das und das sozusagen mitnehmen oder auch kann man diese Werte bestimmen oder auch diese Evaluation machen. Und bei anderen kann man vielleicht das machen, sodass man einfach selbst auch nochmal befruchtet wird. Also ich fand das sehr gewinnbringend und denke, es ist wahrscheinlich auch ein neues Format oder ein Format, was es wahrscheinlich schon immer gibt, aber noch viel zu wenig beachtet wird. Dass nämlich nicht einer ein Buch schreibt aus seinem Erfahrungsschatz, sondern dass das zusammengetragen wird von ganz vielen. Und die Summe der Teile eben mehr ist sozusagen als 1+1+1, sondern wir nicht nur gemeinsam wachsen, sondern auch die Botschaft besser sozusagen an die Leser, Leserinnen transportieren können. Glaube ich stark dran. Definitiv. Ja, es war wunderbar, dass du dabei warst. Es war mir eine Freude, dich als Teil dieses Teams zu haben. Dich heute als Gast bei mir zu haben. Und danke für dein Sein und Wirken. Ich formuliere es mal so. War wirklich eine große Freude. Sehr gerne. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und danke, dass du das überhaupt angestoßen hast, das Projekt. Vielen Dank. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Auch ich lerne jeden Tag Neues dazu. Und ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung als Führungskraft, dass wir manchmal auch demütig sind, ja, und sagen, hey, da draußen gibt es viel Wissen. Es gibt spannende Menschen, von denen wir jeden Tag lernen können. Und das ist das Schönste daran, Host dieser Community zu sein, dass ich mit all diesen Menschen in Kontakt treten darf. Insofern, ja, ich partizipiere genauso wie alle anderen. Für heute danke fürs Gespräch und an alle da draußen einen wunderschönen Tag. Ja, von mir auch.